Das haben wir uns angeschaut, wie es ein Address Space oder Adressraum ausschaut. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kann ich eigentlich auf den Speicher zugreifen. Ne? Also was ich brauche, ist Memory API. Wir hatten ja vorher auch schon mal eine API für die Prozesse, wie ich Prozesse laden kann, wie ich Prozesse oder wie ich Speicher laden kann, wie ich Speicher zuweisen kann. Kommt jetzt eine Frage rein, wenn der Speicher relativ voll ist mit Lücken dazwischen und weitere benötigt wird, wird er dann neu geordnet im RAM? Ja, genau. Und das ist auch der Job vom Betriebssystem, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Das Betriebssystem muss tatsächlich an der Stelle dafür sorgen, dass es dann das entsprechend wieder freiräumt. Und da kann man auch den Speicher neu allokieren. Was man dann eben macht, ist einen Prozess komplett im Speicher verschieben an eine andere Stelle. Wenn der Prozess zum Beispiel in dem Moment läuft, dann muss der Prozess auch angehalten werden. Ne? Das heißt, ich muss den einmal kurz stoppen, muss den komplett verschieben und kann den dann wieder starten. Und das ist jetzt genau diese Idee von dieser Transparenz vom Speicher. Der Prozess selbst bekommt davon gar nichts mit. Ne? Er wird ja gestoppt, wird an eine andere Stelle verschoben, aber für den Prozess selbst bleibt der Adressraum gleich, obwohl der physikalisch jetzt irgendwo anders liegt. Ja? Das heißt, das bekommt man an der Stelle überhaupt nicht mit. So. Speicherarten, also wir müssen uns für den Zugriff erstmal überlegen, was für Speicherarten das gibt. Und da fangen wir mit dem einfachsten an. Das ist der Stack. Ja? Und auch in C ist es einfach so, der Stack wird automatisch reserviert. Da muss ich mich als Entwickler eigentlich gar nicht drum kümmern. Das macht der Compiler. Zum Beispiel an der Stelle habe ich jetzt eben eine Funktion, die liefert nicht zurück. Und da drin wird eine Integer-Variable x deklariert. Und die wird automatisch auf dem Stack reserviert. Das heißt, an der Stelle habe ich dann zum Beispiel auf einem 64 oder auf einem 32-Bit-System wird eben einmal das Integer reserviert und auf den Stack gelegt. Ne? Das ist dann genauso breit wie die Adressbreite. In dem Moment, wenn die Funktion aufgerufen wird, dann wird eben dieser Speicher auf dem Stack reserviert, quasi draufgelegt. Und wenn diese Funktion am Ende wieder freigegeben wird, oder verlassen wird, dann wird das auch wieder freigegeben. Und genau das macht ja auch Sinn an dem Stack. Deswegen hat man das letzte Mal oder das vorletzte Mal auch durchgesprochen, wie der Stack funktioniert. Dann wird der Stack quasi wieder abgeräumt an der Stelle und die Variablen werden freigegeben. Das ist aus Programmierersicht erstmal super, weil ich muss mich überhaupt nicht drum kümmern, was an der Stelle mit dem Speicher passiert. Ein bisschen interessanter wird das beim Heap. Heap wird, da habe ich noch einen Fehler drin, der wird nicht implizit, also automatisch reserviert, sondern der Speicher muss explizit durch den Entwickler allokiert werden. Das heißt, ich muss mich als Programmierer darum kümmern, dass mir dieser Speicher bereitgestellt wird. So. Wenn man sich jetzt diese Zeile mal anschaut, die wir da haben, also wir haben ja, da wird ein Pointer erzeugt und dann wird die malloc-Funktion aufgerufen, an der Stelle ein size of int. Jetzt weiß der Compiler eben, wie groß ein Int sein soll, zum Beispiel 4 Byte, und reserviert dementsprechend auf dem Heap 4 Byte. Jetzt ganz wichtig, was noch gemacht wird, ist, es wird ein Pointer, also das ist das Int x, der wird auf dem Stack reserviert. Das heißt, der Pointer, wo die Adresse drin liegt, das liegt nachher auf dem Stack unten. Und das eigentliche Datum, wo ich einen Wert reinschreibe, das liegt auf dem Heap. Das heißt, unten im Stack steht die Adresse, wo im Heap die Daten drin stehen. Ja? Und das ist eben das, was das Programm dann eben macht, diesen Speicher auf dem Heap für einen Integer-Wert anfordern. So. Und was bekomme ich jetzt zurück, wenn ich das malloc so aufrufe? Ich bekomme die Speicheradresse zurück, an der dieser Integer-Wert auch auf dem Heap liegt. Ja, so kann man sich diese eine Zeile Code an der Stelle mal erklären. Somit habe ich jetzt den Heap reserviert. Also diesen Speicher reserviert auf dem Heap und kann eigentlich genau dann auch da mit der Variable arbeiten. Ne? Also auch das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, ist eigentlich das C-Programmieren an der Stelle auch recht einfach. Na, ich reserviere mal Speicher auf dem Heap, bekomme eine Adresse zurück, die liegt auf dem Stack und das ist eben der Pointer. So, schauen wir mal weiter. Jetzt möchte ich ein bisschen was Komplizierteres machen. Ich möchte mir Speicher für eine Fließkommazahl reservieren. Auch da wieder die Frage, Fließkommazahlen, waren die schon mal dran? Ansonsten kommen die wahrscheinlich im dritten Semester in Algorithmen und Datenstrukturen dran.
Also IEEE Fließkommazahlen. Davor weg sind 32 Bit, also davon gehen wir jetzt mal aus. Es gibt auch noch andere Formate, aber das, was wir jetzt brauchen, ist eben eine 32-Bit-Fließkommazahl. Die Zeile hier sieht ja genauso aus. Ich habe jetzt einen Pointer für einen Double-Wert. Ich rufe wieder das malloc auf und ich rufe eben das size of double auf. Der Compiler weiß wieder, okay, double, 32-Bit-Fließkommazahl und ich reserviere 8 Byte. Ich könnte an der Stelle auch sagen malloc 8 und dann würden eben entsprechend 8 Byte reserviert werden auf dem Heap. Der Pointer liegt wieder auf dem Stack, ne, und das ist dann auf der linken Seite das Double. Also eigentlich auch relativ einfach. Und das dritte Beispiel, was ich nochmal habe, ist dann, dass man sagt, ich möchte ein Array reservieren, an der Stelle auch wieder auf dem Heap. Und da bekomme ich dann einen Pointer zurück. Ne, das ist das, was wir unten jetzt haben, ein Pointer auf den Start von diesem Array. Und da sage ich eben, ich möchte jetzt 10 Integer-Werte reservieren und da sage ich 10 mal size of int. Das heißt, so viel Platz soll bitte auf dem Heap reserviert werden. Soweit sollte das recht einleuchten und einfach sein, oder? Also Speicher reservieren mit C, erstmal kein Hexenwerk. Freigeben, ne, das ist der zweite Teil von der API, wenn ich es an den Speicher anprogrammieren möchte. Angenommen, ich habe jetzt hier dieses Array von Integern reserviert mit malloc. Das ist jetzt, wo ich den Pointer habe. Dann werfe ich auch genau diese Variable an der Stelle in die Methode free rein und der Speicher auf dem Heap wird wieder freigegeben. Das heißt, ab dann kann an diese Speicheradressen was Neues geschrieben werden. Sollte eigentlich auch recht simpel und einleuchtend sein. Da ist jetzt, also weil geschrieben wurde, das war im ersten Semester nur Java, das ist jetzt so der große Unterschied zu Java oder anderen Managsprachen oder Hochsprachen. Was passiert denn bei einer Sprache wie Java? Da gibt es etwas, nennt sich Garbage Collector, der war vielleicht dran. Und der Garbage Collector läuft eigentlich permanent durch das System. Und oder durch das Programm und schaut sich, habe ich irgendwo Variablen oder Objekte, die nicht mehr referenziert wurden. Und wenn er sowas findet, dann ruft er im Prinzip analog dazu so ein Free auf, dass die Variable wieder freigegeben wird. Was ist der Vorteil, wenn man Speicher auf dem Heap reserviert, anstatt es einfach auf den Stack zu packen? Die Variablen auf dem, also die erste Frage ist, was der Vorteil ist. Da gehe ich nochmal vielleicht auf das Bildchen vorher zurück, was wir da hatten. Variablen, also Datenstrukturen, die ich reserviere mit malloc oder eben auf dem Heap reserviere, das sind Datenstrukturen, die sind ja dynamisch auch veränderbar. Und die können ja auch länger, jetzt denken Sie mal an Java kurz, die können ja auch länger leben, als die Methode läuft. Die Daten auf dem Stack, also Variablen auf dem Stack, zum Beispiel sowas wie Parameter auf dem Stack, lokale Variablen, das wird alles in dem Moment erzeugt, wenn eine Funktion aufgerufen wird. Das heißt, in dem Bildchen, ich springe jetzt eine Routine rein. Ja? Dann geht in diesem Bildchen, ich hoffe, man sieht tatsächlich die Maus, dann wird die Variable, die Parameter und die lokalen Variablen hier oben auf den Stack draufgepackt. Ja? Und das passiert alles implizit, da muss ich mich nicht drum kümmern. Und in dem Moment, wenn die Methode verlassen wird, und das ist bei Java ja auch, lokale Variablen sind dann weg. Ja? Und in dem Moment, wenn die Methode verlassen wird, na, da ist die Maus, in dem Moment, wenn die Methode verlassen wird, dann wird dieser Teil vom Speicher auch automatisch, also automatisch wieder freigegeben. Genau, da kommt noch diese Anmerkung, ist viel einfacher zu verstehen, wenn man vorher Assembler hatte. Nachher kommt noch ein ganz kleiner Code-Ausschnitt auf Sampler. Ja. Und der Unterschied, also auch jetzt mal im Sinne von Java, wenn ich ein Objektsmasche habe und erzeugt da eine Referenz drauf, da ist eigentlich nichts anderes, als würde ich zum Beispiel jetzt ein Array erzeugen. Und diese Datenstruktur lebt eben auf dem Heap auch noch weiter, nachdem aus der Methode rausgesprungen wird. Also so ist es jetzt mal vereinfacht, kann man sich das vorstellen. Ja. Die Variablen, was da auch noch steht, wird die Variable vom Stack entfernt.
wenn es eine lokale Variable ist oder eine Rücksprungadresse oder ein Funktionsparameter, dann wird es vom Stack entfernt. Ja, also sobald ich aus der Methode wieder rausspringe, dann ist das weg. So, da springe ich mal wieder runter. Genau, also das war quasi jetzt das Free. Das Schöne ist die Frage, was ist der Vorteil an der Stelle? Das Spannende ist eigentlich eher, was sind die Probleme, die man sich einkauft in dem Moment, wenn man Speicher so direkt anprogrammiert. Und da habe ich mal ein paar Beispiele auch aus dem Buch, wo man sich das verdeutlichen kann. Das eine ist natürlich, und ich glaube, das ganz intuitiv, vergessen Speicher zu reservieren. Also das, was bei einem Java oder bei einem .NET automatisch passiert, man muss eben für solche Daten auf dem Heap den Speicher erstmal reservieren. Und da in dem Beispiel sieht man das jetzt, ich habe in der ersten Zeile wird ein String reserviert aus Chars. Da wird Hello World direkt reingeschrieben und damit ist das implizit auch schon angelegt. Dann habe ich den Destination String und da habe ich jetzt eben kein malloc aufgerufen. Das heißt, da ist kein Speicher reserviert und wenn ich jetzt eben versuche, die Daten aus der Quelle, also aus der Source-Variable in die Destination-Variable zu schreiben, dann passiert etwas, das nennt sich erstmal Segmentation Fault. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Also Segmentation Fault wird nochmal aufgegriffen in einer späteren Vorlesung. Einfach, dass Sie den Namen gehört haben. Korrekt müsste der Code jetzt so ausschauen. Ich habe einen String, wo Hello World reingeschrieben wird. Dann reserviere ich diese Länge vom String den Speicher mit malloc und dann kann ich auch entsprechend reinkopieren. Ja, also das wäre dann der korrekte Code. Das ist eine Variante, was man gerne falsch machen kann. Das geht übrigens immer schief. Also sobald das Programm über die Zeile stolpert, dann geht es auf jeden Fall immer schief. Was kann man noch machen? Man kann nicht genügend Speicher reservieren, das kann natürlich auch passieren. Dann habe ich wieder das gleiche Beispiel. Ich habe ein Hello World. Ich rufe hier wieder das malloc zwar auf, aber nehme jetzt nur ganz genau die Länge vom String. Ne? Wir fangen immer bei 0 an zu zählen. Das heißt, der String ist jetzt genau ein Char zu kurz. Und wenn ich jetzt versuche, das rüber zu kopieren, habe ich eigentlich genau das Problem wie vorher. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Wenn ich das Programm starte, kann es sein, dass es funktioniert. Und es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich das ein paar Mal nacheinander mache, kann es eben sein, dass es manchmal funktioniert und manchmal eben nicht. Und warum ist das so? Weil es manchmal sein kann, dass das malloc tatsächlich bytes mehr reserviert an der Stelle. Ja, und das heißt, in dem Moment läuft das Programm dann durch. Und sollte das eben nicht so sein, also wenn wirklich genau die Anzahl an Bytes reserviert wird, dann schützt mein Programm eben weg. Das heißt, das ist ein ganz fieser Fehler, der einem dann beim C-Programmieren tatsächlich passieren kann. Also kein Speicher, zu wenig Speicher ist eine Variante. Die dritte Variante ist ganz einfach. Ich habe den Speicher zwar reserviert, aber ich habe vergessen, ihn zu initialisieren. Ja? Und jetzt passiert was sehr Spannendes, das kann man sich auch so vorstellen. Ich habe zwar gesagt, ich hätte gern Speicher. Und was bekomme ich zurück, wenn man sich das überlegt? Ich bekomme jetzt eine Adresse zurück in meinem Adressraum. Ja? Und da wird ja gesagt, in diesem Heap liegt jetzt meine Variable. Und angenommen, das wäre jetzt ein Integer von der Länge 10. Was habe ich dann? Habe ich 10 mal 4 Byte an der Stelle. Und was passiert jetzt, wenn ich da rauslese? Ja, also wir überlegen es mal gar nicht, dass ich jetzt einen Wert reinschreibe, sondern was passiert, wenn ich jetzt rauslese an der Stelle? Vielleicht hat ja vorher schon mal jemand reingeschrieben gehabt, irgendwelche Werte. Ja? Und wenn ich jetzt einen Lesebefehl auf dem Speicherbereich ausführe, dann würde ich das bekommen, was vorher schon drin war. Ja, und das ist eigentlich genau das, was man dann uninitialized read nennt. Das heißt, ich habe Daten rausgelesen, die noch nicht initialisiert waren. Das heißt, es ist im Prinzip immer eine gute Idee, wenn man Speicher reserviert hat, diesen Speicher erstmal mit Default-Werten zu befüllen. Ne? Also ein leerer String oder jetzt bei den Integern Werte reinfüllen, dass alles das, was im Speicher schon drinstehen könnte, es muss nichts drinstehen, aber es könnte was drinstehen, dass da schon mal überschrieben ist. Und das ist auch ein typischer Fehler, der gerne passieren kann. Auch da wieder Hochsprachen machen das automatisch, zum Beispiel, oder Managed-Sprachen machen das automatisch, bei Java oder .NET ist es so, wenn ich da ein Objekt anlege, dann kann ich das zwar mit Null initialisieren, macht aber eben der Compiler auch automatisch, das heißt in dem Moment, wenn ich so ein Objekt anlege,
hat das ja auch, bekommt das auch wieder eine Speicheradresse, wo es eigentlich liegt. Aber dann wird gleich gesagt, okay, da liegt erstmal nichts, das heißt, es wird mit Null initialisiert an der Stelle. Der vierte Fehler, den es haben kann, ich kann einfach vergessen, den Speicher nicht freizugeben. Ne? Das ist das Free, was wir vorher schon hatten. Und das hatten wir auch ganz am Anfang schon mal. Glaube ich, das war die erste Vorlesung, wo ich das erwähnt hatte. Rufe ich das Free auf dem Heap nicht auf, was passiert dann? Dieser Heap wächst immer mehr. Und was habe ich dann gebaut? Ein Memory Leak, also ein ganz klassisches Speicherleck habe ich gebaut. Und mein Programm läuft dann quasi irgendwann voll, bis dieser Speicher, den der Stack als auch der Heap hat, komplett voll ist. Und dann müsste eigentlich das Programm dem Betriebssystem sagen, hey, ich brauche einen größeren Heap und ich bräuchte mehr Speicher. Und wenn das eben nicht mehr geht, dann wird mein Programm abstürzen. Das ist eine Variante, die es gibt. Und die zweite Variante, die auch mit dem Freigeben zu tun hat, ist, dass der Speicher freigegeben wird, obwohl er noch benötigt wird. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Das nennt sich dann Dangling Pointer. Und was passiert da? Kann man sich jetzt so vorstellen. Ich rufe das Free auf, obwohl ich später nochmal genau auf diese Stelle zugreifen möchte. Ne? Und das Problem an der Stelle ist jetzt, ich kann ja noch auf diese Adresse zugreifen. Ich habe ja immer noch den Pointer. Na, ich weiß immer noch, wo war denn, wenn wir das Beispiel nehmen mit den 10 Integer-Werten. Ich kann ja immer noch auf genau diese Adresse zugreifen in meinem Adressraum. Ich kenne ja diesen Pointer noch. Allerdings kann es ja so sein, dass inzwischen das Programm genau an die Adresse schon einen neuen Wert geschrieben hat, also irgendwas anderes. Und wenn ich jetzt hier an der Stelle rauslese, habe ich plötzlich einen ganz anderen Wert, eine ganz andere Variable, also einen Inhalt plötzlich, also je nachdem, was da drin steht. Und das kann man sich jetzt mal wirklich durchdenken, was da passiert, wenn ich versuche, sowas zu debuggen. Bei jedem Durchlauf vom Programm kann dieses Programm was anderes liefern. Und das ist natürlich fürs Debuggen, also ich habe dann einen Indeterminismus geschaffen, also das Programm verhält sich jedes Mal anders. Und das ist natürlich auch beim Debuggen dann problematisch, weil ich da keine Konsistenz drin habe in dem Fehler. Ja. Also das ist auch noch eine Variante, die passieren kann. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr C-spezifisch an der Stelle. Bei den Hochsprachen passiert das in der Regel nicht. Aber auch da kann man sich so ein paar Fallstricke auch nochmal bauen, was mit dem Speicher zu tun hat. Und man kann noch was machen. Ich glaube, da kommt man intuitiv gar nicht drauf. Man kann natürlich Speicher auch mehrfach freigeben, also jetzt speziell in C. Das heißt, ich kann das Free mehrfach auf einer Variable aufrufen. Das nennt sich dann Double Free. Und was da wirklich dann passiert am Ende, das ist nicht definiert. Ja. Das ist ganz okay, wenn man die Speicherverwaltungsbibliothek, die an der Stelle drunter liegt, verwirren möchte oder ein bisschen stressen möchte, weil man weiß an der Stelle wirklich nie, was jetzt das Programm daraus macht, wenn es den Speicher nochmal freigeben soll an der Stelle. Also auch da kann man sich überlegen, was passiert denn, wenn der Speicher zwischendurch schon wieder reserviert war. Ich gebe den nochmal frei. Weiß die Bibliothek das, weiß sie das nicht. Also das sind so Probleme, die da eben entsprechend auftreten können. Und das sind eigentlich alles die Probleme, die es an der Stelle mit der Speicherverwaltung geben kann. Jetzt kann ich überlegen, das Malloc und das Free, die beziehen sich ja immer nur auf den virtuellen Adressraum von einem Prozess. Und was passiert dann, wenn ich im Programmieren von meinem Betriebssystem sowas rein baue. Ne? Also das eine ist, wenn ich ein Speicherleck baue und dieser gesamte Heap vollläuft, ja, was passiert dann eigentlich mit diesem ganzen Speicher? Das eine ist, wenn das Programm beendet wird, und da ist eigentlich egal welche Art, ich kann das jetzt killen, also ich kann das wirklich abschießen, das Programm, oder das beendet sich wirklich, weil es fertig ist. Angenommen, der Heap war voll, also es hat keinen Speicher mehr gehabt. Oder stürzt vielleicht auch ab. Danach holt sich das Betriebssystem diesen kompletten Speicher zurück. Also ist das erstmal fürs Betriebssystem gar kein Problem. Was tatsächlich ein Problem verursachen kann, ist, wenn man sich das einmal so vorstellt, ein Langläufer. Das heißt, man hat einen Webserver programmiert oder allgemein einen Daemon unter Unix oder Linux programmiert, der sehr, sehr lange läuft, der genau das Problem hat. Das heißt, dieser Daemon läuft irgendwann voll mit Speicher. Dann bekommt er erstmal interne Probleme. Ne? Vielleicht ist er auch nicht ganz voll, vielleicht hat er immer so genügend Speicher, dass das mit dem Stack gerade noch so funktioniert.
Aber er hat eben sehr, sehr viel Speicher allokiert. Und wenn ich das jetzt, und er fordert vielleicht auch mehr Speicher noch beim Betriebssystem an. Das heißt, dieser Speicherbereich wächst immer mehr an und irgendwann ist noch auch kein Speicher mehr da, dass ein neuer Prozess gestartet werden kann. Und dann bekomme ich auch irgendwann Probleme. Das kann also solche Ausmaße annehmen, dass ich selbst Probleme habe, mich auf so eine Maschine wieder einzulocken, weil eben keine neuen Prozesse mehr gestartet werden können. Das ist bei langlaufenden Prozessen, kann ich da entsprechend ein Problem haben. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo solche Speicherlecks wirklich fatal sind. Und das ist, muss man sich wirklich Gedanken drüber machen, wenn dieses Speicherleck, also das Memory Leak, im Betriebssystem selbst drin ist. Also angenommen, ich habe mein Betriebssystem programmiert, ich reserviere da irgendeine Variable. Zum Beispiel kann man sich überlegen, Prozesslisten, das hatten wir das letzte Mal. Angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel meinen Rot-Schwarz-Baum, wo meine Prozesse drin liegen. Und jedes Mal, wenn ein Prozess gestartet wird, gibt es einen neuen Knoten mit einem laufenden Prozess. Und irgendwann wird dieser Prozess gelöscht. Ja? Und was passiert dann, wenn der Prozess gelöscht wird? Ich lösche auch diesen Knoten aus dem Baum. Ja, und jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, hey, ich lösche diese Referenz aus diesem Baum raus. Und was passiert, wenn ich jetzt vergesse, diesen Knoten selbst zu löschen? Dann bleibt er erstmal da und dann liegt jetzt auf dem Heap. Und jedes Mal, wenn ein Prozess gestartet wird, dann wird ein neuer Knoten erzeugt. Er wird in einen Baum reingebaut, der wird vielleicht ein paar Mal verschoben, wird wieder rausgeschoben. Und jetzt passiert noch Folgendes. Jedes Mal beim Schedulen wird ja wieder ein neuer Knoten erzeugt. Ja, ich habe ja Bäume für verschiedene Status. Und da kann ich auch mal laufend oder jetzt eben blockiert haben. Und jedes Mal wird eben ein neuer Knoten erzeugen, das hatten wir das letzte Mal beim Scheduling. Wir sprechen hier von Millisekundenbereichen. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde, einer Minute werden ganz, ganz oft neue Knoten erzeugt. Und jedes Mal habe ich so einen Pointer, der ist dann 4 Byte groß und so wächst eben das System immer größer an. Und irgendwann habe ich meinen kompletten Speicher mit Knoten zugeballert, auf die ich eigentlich gar keinen Zugriff mehr habe. Ne? Weil ich habe ja den Knoten rausgelöscht. Den reservierten Speicher, den gibt es immer noch. Und jetzt habe ich eben keinen Garbage Collector, der drüber läuft und eben nach genau diesen Objekten im Heap sucht oder nach den Datenstrukturen im Heap sucht, auf die es keine Referenz mehr gibt. Ja, so habe ich jetzt ein Speicherleck im Betriebssystem gebaut. Und irgendwann passiert genau das, was auch im Chat geschrieben wurde, also unter Windows dann typischerweise, ne, ein Bluescreen, weil kein Speicher mehr da ist. Linux-Systeme streiken an der Stelle dann auch. Also jedes System hat dann plötzlich das Problem, wenn der Speicher komplett voll ist und man versucht eben noch was reinzupacken, dass es dann eben nicht mehr funktioniert. Also da ganz sensitiv, welche Probleme da entstehen können. Jetzt schaue ich da noch hin. Damals unter Windows 95 und Eltern mussten wir das System Neustart machen, nachdem wir zweimal drei Stunden Spiele gespielt hatten, weil das System enorm verlangsamt war und Fehler gebracht hat. Genau, das ist auch, war früher auch genau das Problem, dass gerade wenn Spiele lang liefen, ne, solche Bugs, also im Prinzip Bugs drin waren, wo Speicher nicht mehr freigegeben wurde. Und beim Spielen, glaube ich, ist es extrem aufgefallen, weil man diese Programme ja sehr lange verwendet hat und auch ganz oft neue Objekte erzeugt werden, also Datenstrukturen erzeugt werden, und wenn die nicht weggelöscht werden. Das ist jetzt bei einer Textbearbeitung oder bei einem Notepad oder bei einer IDE vielleicht nicht ganz so schlimm, weil man dann nicht so lange arbeitet oder so lange damit oder so viel damit arbeitet. Bei den Spielen ist es dann schon extrem, weil auch sehr viel passiert. Ja. Genau, also sehr, sehr schönes Beispiel. So, jetzt haben wir über Malloc und Free gesprochen und haben auch mal ganz kurz angerissen, wie die funktionieren. Und jetzt nur als kurzer Einwurf, das sind keine Systemcalls. Also wir hatten ja ganz am Anfang bei Prozessen gesagt, wenn ich sowas machen möchte wie Speicher reservieren, dann muss ich zum Beispiel einen Systemcall machen und Malloc und Free sind jetzt eben in der Standardbibliothek von C enthalten und sind keine Betriebssystemaufrufe. Das heißt, da wird das alles nur weggekapselt für den Programmierer. Ne? Da gibt es eben die beiden, also Break und S-Break als Syscalls zum Ändern vom Heap. Also da kann man das tatsächlich direkt beim Betriebssystem machen. Das sind zum Beispiel Syscalls, die sollte man nicht von Hand aufrufen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das aufruft und irgendwas kaputt macht, die ist nahezu 100%.
Das ist wirklich was man könnte es im Prinzip machen, aus dem User-Kontext und dieses Call aufmachen, sollte man aber entsprechend lassen. Und dann gibt es noch was, das M-Map. Da wird neue Speichermapping im virtuellen Adressraum erzeugt. Und ursprünglich war das so, dass man dann Mapping auf eine Datei erzeugt hatte. Also irgendwo ist eine Datei und jetzt mache ich Mapping, das heißt, ich habe meine Referenz und da kann ich eben in diese Datei speichern. Das kann aber eben auch für Speichermappings genutzt werden. Das heißt, ich habe irgendwo an einer anderen Stelle Speicher, egal ob das jetzt eben eine Datei oder Speicher ist, und gebe dann in meinem Adressraum eine Referenz an, wie ich darauf zugreifen kann. Ja, und das wären eben entsprechend dann Syscalls, die ich auch aufrufen kann. Das ist Melogon Free, kein Syscall, aber im Prinzip die Programmierschnittstelle, wie ich an den Speicher komme. Und wie gesagt, bei Java und anderen Sprachen ist es eben so, dass es komplett transparent für den Programmierer ist. Genau, da kommt jetzt die Frage: Kann ein Prozess auf Speicher außerhalb seines virtuellen Adressraums, also auf Speicher eines anderen Prozesses, zugreifen? Da ist die Frage: Was macht denn jetzt Sinn? Ne? Also sollte er das können? Ne? Also, das hatte ich ja dann einmal am Anfang erwähnt. Das ist halt eigentlich der Super-GAU, was passieren könnte, wenn das funktioniert. Und das kann man jetzt abgestuft betrachten. Das eine ist: Kann ich auf ein also auf einen virtuellen Adressraum von einem komplett anderen Prozess zugreifen? Und jetzt gehe ich nochmal suche nochmal das Bildchen raus. Das da ist es, genau. Ich glaube, das kann man ganz gut nochmal an der Stelle erklären. Also, ich habe jetzt hier Moment, das ist es, genau. Ich habe jetzt hier drei Blöcke für A, B, C. Und jeder dieser Blöcke sieht im Prinzip so aus. Ich habe den Programmcode, der startet irgendwo, dann habe ich den Heap und dann habe ich den Stack. Und wenn ich jetzt eben sagen würde, dieser Prozess könnte auf den Speicherbereich von einem anderen Prozess zugreifen, dann könnte ich könnte ja die Variablen aus dem Stack auslesen, ich könnte ja die Variablen aus dem Heap auslesen. Wenn ich schreiben kann, könnte ich da irgendwas drüber schreiben, dann könnte ich eben alles kaputt machen. Ich könnte hier was reinschreiben, könnte alles kaputt machen. Und jetzt kommt's. Ich könnte aber auch da oben, wo ich den statischen Programmcode reingeladen habe, dann könnte ich auch was kaputt machen. Und damit kann man sich eigentlich das relativ schnell beantworten. Nein. Ja? Also ein Prozess sollte nicht auf einen anderen Prozess, auf den Speicherbereich zugreifen können. Und ich glaube, das gab es immer mal wieder. Also das sind Angriffsszenarien, wie ich tatsächlich in so ein System mich reinhacken kann, wenn das Betriebssystem da eine Lücke hat. Und genau, es gibt auch Software, mit der man das machen kann. Und da werden dann eben solche Lücken auch entsprechend ausgenutzt. Also das ist eigentlich aber etwas, was ich per se im Betriebssystem vermeiden möchte, weil das ist ja die Integrität, ne, von meiner Software. Und das kann man sich auch so vorstellen. Also angenommen, das ist jetzt eine Banking-Software. Ja, jetzt habe ich hier meine Banksoftware am Laufen, mit der ich meine Überweisung mache, meine PINs eingebe. Und ich habe parallel dazu läuft jetzt noch mein Webbrowser. Und der Webbrowser könnte auf diesen Speicherbereich von meiner Banking-Software zugreifen. Dann könnte er tatsächlich darauf zugreifen.